Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es wieder um das Thema Steuersoftware. Und zwar möchte ich heute die zwei beliebtesten oder zwei der beliebtesten Steuerprogramme in Deutschland miteinander vergleichen. Im Konkreten geht es um die Software von Visa Steuer und um Taxfix. Dabei schauen wir uns sowohl die Funktionalität an, als auch die Bedienung der Software und schließlich auch deren Kosten. Links zu der Software findet ihr wie immer im Kommentarbereich unterhalb des Videos. Viel Spaß dabei, euer Empfehlungsplatz. Ja, wenn euch die Themen rund um Geld, wie Steuererklärung, wie online Geld verdienen, wie Geld sparen interessieren oder auch verschiedene Empfehlungen, Anleitungen zur Software, dann seid ihr bei dem Kanal sehr richtig. Abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Vielen Dank dafür. Ja, bevor wir konkret zu den Steuerprogrammen Visa Steuer und Taxfix kommen, nochmal ganz kurz als Information: Was leistet denn überhaupt eine Steuersoftware? Eventuell weiß es der ein oder andere von euch. Man kann die Steuererklärung natürlich auch kostenlos abgeben, entweder in Papierform oder mit dem sogenannten Elster vom jeweiligen Finanzamt. Und die Steuersoftware hingegen kostet Geld. Das ist nicht viel, was eine Steuersoftware kostet. Also in der Regel, je nachdem, von 20 bis ja, 60 Euro. Und dafür leistet sie aber auch einiges. Und zwar, was eine gute Steuersoftware leistet, ist das Folgende. Zum einen ist der Ausfüllprozess einfacher. Also es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess, wie einen die Steuersoftware durch die Steuererklärung durchleitet. Man bekommt auch nur die Formularfelder und die Felder angezeigt, die für einen relevant sind. Das heißt, durch intelligente Fragen wird schon geprüft, ob der jeweilige Aspekt für einen relevant ist oder nicht. Also mal als blödes Beispiel: Es wird eine Frage gestellt, ob man Kinder hat. Und wenn man das mit Nein beantwortet, dann kriegt man auch kein Formularfeld angezeigt, was mit Kosten zusammenhängt für Kindergarten oder Schulgebühren und dergleichen. Das andere ist, die Steuersoftware prüft auch, dass die Daten an der richtigen Stelle eingetragen sind. Das heißt, die prüft auf Plausibilität. Wenn man da komische Beträge eingibt, dann gibt es da gewisse Prüfmechanismen, die da einen Hinweis oder eine Fehlermeldung anzeigen, sodass man darauf aufmerksam gemacht wird und das dann entsprechend korrigieren kann. Eine gute Steuersoftware erleichtert auch das Eingeben von Daten, indem sie zum Beispiel Daten automatisch übernimmt von der jährlichen Lohnsteuerbescheinigung oder aber indem sie auch Daten aus dem vorherigen Jahr von der Steuererklärung übernimmt. Eine gute Steuersoftware gibt auch Tipps zum Steuersparen. Sowas macht zum Beispiel das Elster nicht. Also schon allein deswegen lohnt sich das schon, dass man in eine Steuersoftware investiert und die ein paar Euro ausgibt dafür. Und auch, man sieht es auch im Hinweis unten, die Kosten für die Steuersoftware selbst können auch steuerlich abgesetzt werden. Also von daher ist das Ganze auch halb so schlimm. Eine gute Steuersoftware soll natürlich die Daten oder die Abgabe voll elektronisch machen. Das heißt, man muss jetzt nicht extra das ausdrucken und dann in einen Briefkuvert tun und ans Finanzamt schicken. Also das wär zu viel des Guten. Von daher, das wird vorausgesetzt, dass man das per Knopfdruck dann beim Finanzamt einreicht. Und eine gute Steuersoftware prüft natürlich auch den Steuerbescheid. Das heißt, wenn die Antwort vom Finanzamt kommt, dann kriegt man entsprechend den Hinweis, meistens per E-Mail. Und dann wird dann der Bescheid des Finanzamts auch automatisch in die Steuersoftware reingeladen. Man kann das dann auch entsprechend prüfen, was das Finanzamt da entsprechend dann genehmigt hat und was nicht mit den Daten, die Steuersoftware errechnet hat. Ja, dann kommen wir zum ersten Anbieter und zwar ist das Visa Steuer. Bei Visa Steuer ist dazu zu sagen, dass Visa Steuer nicht nur eine Produktversion hat, sondern unterschiedliche Produktversionen.
Und da will ich kurz darauf eingehen. Und zwar unterscheiden sich die im Funktionsumfang, das ist sehr wichtig, vor allem die Version Visosteuerstart ist vom Funktionsumfang für die meisten Angestellten wahrscheinlich ausreichend, aber wenn zum Beispiel nebenbei selbstständig ist oder Vermieter, Verpächter ist oder Kapitaleinkünfte hat, dann reicht das nicht aus. Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf zu sprechen. Ich habe auch unten einen Link im Kommentarbereich des Videos reingepostet, wo ihr dann auch seht im Detail, welche steuerlichen Aspekte abgedeckt werden von der jeweiligen Produktversion. Genau, das zweite Kriterium ist das Steuerjahr. Es ist bei Visosteuer so, dass man mit der Version oder mit der Software Visosteuer 2022, also das Jahr, in dem man die Steuer macht, die Steuererklärung, das Steuerjahr 2021 abbilden kann. Und genauso geht das dann für andere Versionen, also mit der Version Visosteuer 2021 macht man die Steuererklärung für das Steuerjahr 2020, also immer für das rückwirkende Jahr. Das ist wichtig und das ist vor allem deswegen wichtig für diejenigen, die freiwillig ihre Steuererklärung abgeben können, weil die können ja bis zu 4 Jahre rückwirkend ihre Steuererklärung noch einreichen. Für alle anderen ist das weniger relevant, weil sie ohnehin nur eine Steuersoftware dann nutzen können, nämlich letztendlich für das jeweilige Jahr, in dem sie gerade die Steuererklärung machen. Dann ist es bei Visosteuer wichtig, ob man die Software jetzt bei sich lokal auf dem PC installieren möchte oder auf dem Laptop oder ob man mit der Online-Version auch zufrieden ist. Das hat Vor- und Nachteile. Zum einen, wenn man es auf dem eigenen PC macht, dann hat man die Option, dass man die Steuerdatei nur lokal speichert, während man das bei der Online-Version nicht kann. Bei der Online-Version hingegen ist es so, dass man ja, dafür halt immer eine Internetverbindung braucht, was in den meisten Fällen trotzdem der Fall sein sollte. Der große Vorteil ist, man muss jetzt da nichts installieren, man muss auch keine Updates installieren, wenn die kommen von der Software und hat dadurch auch keine Abhängigkeiten. Es läuft dann auf jedem Betriebssystem. Wenn man sich für die Version entscheidet, die man lokal auf dem PC installiert, dann ist es wichtig, ob man jetzt ein Microsoft Windows-Betriebssystem hat oder ein Apple Macintosh, weil das jeweils eine andere Steuersoftware dann ist. Und dann ist es vor allem für den Preis ja wichtig, ob man ein Abo nimmt oder die Software einmalig zahlt. Meine klare Empfehlung ist, dass man ein Abo nimmt, aus mehreren Gründen. Zum einen ist das Abo, das sehen wir auch gleich noch günstiger, also man spart sich da 10 Euro und das bei einer Software, die 30 oder 40 Euro kostet, ist 10 Euro schon nicht ohne. Auf der anderen Seite hat man noch ein paar Zusatzvorteile wie ein Steuermagazin, das man kriegt und so ein Steuernewsletter. Auf der anderen Seite kann man auch das Abo jederzeit kündigen, das heißt, man geht damit jetzt keine große Verpflichtung ein, hat aber auf der anderen Seite eine ganze Reihe von Vorteilen. Ja, und dann noch ganz zum Schluss der Kommentar, also die Kosten für die Steuersoftware können natürlich der Steuererklärung abgesetzt werden. Vielleicht noch mal ganz kurz zu den jeweiligen, weil ich hier die Bilder abgebildet habe, also noch mal zur Wiederholung, Visosteuerstart ist für diejenigen, die nur ein Angestelltengehalt haben und sonst keine weiteren Einkünfte haben, da reicht es vollkommen aus. Kommen wir gleich nochmal zu sprechen auf die Version. Dann Visosteuersparbuch, das ist sehr umfassend, das bildet auch Vermietung und Verpachtung ab, und Einkünfte, Kapitaleinkünfte, ein Nebengewerbe oder ein Gewerbe, das man hat, auch wenn man Freiberufler ist. Und Visosteuersparbuch ist für Windows-PCs, Visosteuer-Mac ist für Apple Macintosh-PCs, gleicher Funktionsumfang wie das Sparbuch. Und dann gibt es noch Visosteuer-Web. Auch gleicher Funktionsumfang wie Visosteuersparbuch. Allerdings ist das dann, wie gesagt, die Online-Version, die man im Browser ablaufen lassen kann. Ja, dann kommen wir zu den nächsten Produktvarianten und zwar das Visosteuersparbuch und Visosteuer-Mac. Ich habe die mal zusammengefasst, weil sie vom Funktionsumfang identisch sind. Der Unterschied ist das Betriebssystem, auf dem man das jeweils installieren kann.
Das VisoSteuer-Sparbuch ist für Windows-Nutzer geeignet und VisoSteuer-Mac, wie der Name schon sagt, für Besitzer von einem Apple Macintosh mit dem Betriebssystem Mac OS. Die Links zu den jeweiligen Softwareversionen findet ihr im Kommentarbereich des Videos oder könnt ihr auch hier abtippen vom Bildschirm. Beide Produkte sind jetzt geeignet für Personen, die neben ihrem Gehalt aus nicht selbstständiger Arbeit auch andere Einkommensarten besitzen und enthält dadurch auch zusätzliche Anlagen im Steuerformular. Also da gibt es Einkünfte aus Kapitalvermögen, beispielsweise jetzt aus Aktienvermögen, Dividenden und dergleichen, auch für ausländisches Kapitalvermögen, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Wohneigentum, Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft oder auch Einkünfte aus freiberuflicher, selbstständiger Arbeit, Einkünfte aus Gewerbebetrieb und das ist jetzt wichtig auch für Photovoltaikanlagen. Also wenn ihr eine Photovoltaikanlage betreibt und jetzt nicht die Vereinfachungsregelung nutzt, also die Liebhaberei und damit auch quasi Einkünfte erzielt, dann könnt ihr das mit dem VisoSteuer-Sparbuch oder mit dem VisoSteuer-Mac abbilden. Genauso wie Renten und Leistungen aus ausländischen Versicherungen. Wie gesagt, Link zur vollständigen Leistungsübersicht. Wenn euch da was fehlt, findet ihr im Kommentarbereich des Videos. Von den Kosten her ist es so, das Sparbuch kostet im Abo ca. 30 Euro im Jahr. Das einmalig kauft 40 Euro. Da wieder der Hinweis, wie jederzeit das Abo empfehlen. Beim Mac ist die Ersparnis leider nicht da. Das kostet das Abo genauso viel wie die einmalige Zahlung. Aber wie gesagt, vom Abo habt ihr noch ein paar andere Vorteile, wie beispielsweise das jährliche Steuermagazin, auch den Newsletter und andere Sachen. Betriebssystem, wie gesagt, wird Windows und Mac OS unterstützt. Und was auch wichtig ist, ihr könnt auch die Steuererklärung auf dem iPhone machen oder auf dem Android-Smartphone oder auch auf dem Tablet, auf dem iPad oder Samsung-Tablet. Und ihr könnt auch flexibel hin und her switchen. Dann müsst ihr allerdings eure Steuersoftware, eure Steuerdatei online speichern bei BoolData im Rechenzentrum und dann könnt ihr da flexibel mal die eine oder andere Angabe auf dem Smartphone machen oder aber dann jeweils im Webbrowser oder auf dem PC, meine ich ja. Auch da ist es wieder so, ihr könnt auch für Verwandte, Freunde Steuererklärungen machen. Neben eurer eigenen könnt ihr auch noch vier weitere Steuererklärungen machen und die Software auf bis zu drei Geräten installieren. Ja, dann kommen wir noch zur letzten Variante von VisoSteuer, die ich vorstellen möchte, und zwar ist das VisoSteuer Web. VisoSteuer Web ist vom Funktionsumfang her sehr ähnlich wie VisoSteuer Sparbuch und VisoSteuer Mac. Das heißt auch für Personen geeignet, die neben der Arbeit aus nicht selbstständiger Arbeit auch andere Einkommensarten haben. Link zur Software findet ihr auch hier oder wieder im Kommentarbereich des Videos. Es gibt ein paar kleinere Einschränkungen, zum Beispiel ist keine Umsatzsteuervoranmeldung möglich und keine Einnahmenüberschussrechnung. Also wenn ihr da einen Gewerbebetrieb habt und Umsatzsteuervoranmeldung machen möchtet, auch wenn ihr das vielleicht mit eurer Photovoltaikanlage machen müsst, dann geht das zwar mit dem VisoSteuer-Sparbuch und mit VisoSteuer Mac, aber nicht mit dem VisoSteuer-Web. Also das sollte man wissen. Und für die meisten wahrscheinlich kein Problem, aber für diejenigen, für die es ein Problem darstellt, sollten das wissen. Wie gesagt, Funktionsumfang aller Software nochmal, aller Produktvarianten nochmal im Kommentarbereich des Videos. Von den Kosten her ist es ähnlich wie das Sparbuch, also 30 Euro im Abo und 40 Euro einmalig. Das heißt, auch hier spart man wieder im Abo 10 Euro. Vom Betriebssystem her weil es ja im Webbrowser läuft, im gängigen Webbrowser wie Chrome, Safari, Microsoft Edge, läuft das Ganze. Das heißt, unabhängig vom Betriebssystem, das heißt, auch hier wird Windows, Mac OS unterstützt, aber auch zum Beispiel Linux. Obwohl es keine Variante von Viso gibt, wo man das installieren könnte. Also wenn man Linux hat, ist man zwangsweise auf VisoSteuer Web angewiesen. Ich habe keine Informationen dazu gefunden, wie viele Steuererklärungen man einreichen kann wie VisoSteuer Web. Ich habe ja gezeigt beim Sparbuch und beim
Bei der Mac-Version kann man auch bis zu 4 andere Steuererklärungen einreichen, also 5 insgesamt. Ich habe keine Information, ob das auch mit der VisoSteuer Web geht. Wenn es jemand weiß, gerne mal im Kommentarbereich posten. Aber ich gehe davon aus, nach der Beschreibung, dass nicht explizit erwähnt ist, dass man damit nur eine Steuererklärung abgeben kann, also für sich selbst. Also auch das wäre zu berücksichtigen bei der Produktauswahl. Ja, dann hier noch ein kurzer Hinweis. Wenn man sieht, ich habe jetzt mal ein paar Screenshots reingepostet von der App. Also hier in dem Beispiel von meinem iPhone und hier von meinem iPad. Als man sieht, die Software sieht auch sehr gut als App aus. Man kann die vom jeweiligen App Store runterladen. Es gibt auch vom Android App Store, Play Store eine entsprechende Version. Wird dann recht ähnlich ausschauen. Also ganz nett gemacht. Man kann hier auch alles eingeben. Man kann, wie gesagt, zwischen der Laptop-Version oder der Web-Version und der App-Version hin und her switchen. Das ist auch ganz nett, wenn die Datei entsprechend online gespeichert ist. Und ja, hier am iPad hat man natürlich ein bisschen mehr Platz. Das sieht das noch ein bisschen übersichtlicher aus, ein bisschen aufgeräumter, ähnlich wie auf dem PC oder annäherungsweise so ähnlich. Aber wie gesagt, die wichtige Botschaft hier, wenn ihr dann das Abo oder die Software entsprechend kauft, dann legt ihr ein Nutzerkonto an beim Hersteller, bei Pooldata und damit kann man sich dann auch die Software sowieso kostenlos runterladen im App Store, aber um sie dann nutzen zu können, muss man sich mit seinem Nutzerkonto einloggen und dazu muss man die Software dann auch entsprechend erworben haben. Genau, so viel dazu. Ja, dann wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen, wo ihr jetzt nachschauen könnt, wenn ihr Detailfragen habt zu den jeweiligen Funktionalitäten, dann habe ich euch einen Link reingepostet im Kommentarbereich des Videos, da könnt ihr euch das nochmal genau anschauen. Also da gibt es dann die verschiedenen Produkte, die ich vorgestellt habe. Ihr seht ja, da gibt es noch VisoSteuer Plus und VisoSteuer Berater. Das ist für uns weniger relevant, dass das dann, wenn man das wirklich professionell Steuerberater betreibt, für uns als Privatperson. Wir sagen, die vorgestellten Produkte sind die ausschlaggebenden. Hier seht ihr die Betriebssysteme nochmal und die unterstützen Browser, also Chrome, Firefox, Safari. Und dann seht ihr letztendlich die jeweiligen Funktionalitäten, also jeweils da die jeweilige Spalte sich anschauen und schauen, wenn man jetzt eine spezielle Anlage wünscht, dann kann man hier überprüfen, ob die in der jeweiligen Software vorhanden ist. Link, wie gesagt, im Kommentarbereich unterhalb des Videos. Beim letzten Teilvideo jetzt zu Visa Steuern noch mal ganz kurz einen Einblick oder so eine kurze Systemdemo, wie das aussieht. Ich habe jetzt hier mein Visa Steuersparbuch geöffnet. Also ihr seht hier links so eine Bedienerführung. Da kann man dann seine verschiedenen Daten eingeben, das heißt Daten erfassen. Dann kann man die Steuererklärung optimieren. Das heißt, da werden noch ein paar Tipps gegeben, wie man noch weitere Steuern sparen kann, ein paar Hinweise gegeben und dann kann man da entsprechend hinspringen. Man kann dann die Steuererklärung abgeben, also per Knopfdruck bei Elster einreichen und am Schluss dann, wenn es dann vom Finanzamt zurückkommt, den Steuerbescheid nochmal prüfen. Man kann, hier sieht man die verschiedenen Bereiche dann, wo man das eingeben kann, die jeweiligen Formulare, also persönliche Daten. Dann kann man hier dann erst die Arbeitsdaten eingeben. Ganz schön ist auch die Lohnsteuerbescheinigungen, die können automatisch abgerufen werden vom Finanzamt. Das ist auch ein großer Vorteil von Visa Steuer. Das heißt, da spart man sich schon mal Fehleingaben und dann auch Arbeitsaufwand, das einzugeben. Hier kann man seine ganzen Werbungskosten eingeben, also die Ausgaben, die man mit Geld machen kann. Man kann hier auch, wenn hier gewisse Themen jetzt, wenn man die nicht findet, dann zum Beispiel hier sieht man jetzt nichts zur Vermietung und Verpachtung, dann gibt man hier weitere Themen hinzufügen ein und dann kann man hier noch verschiedene Themen, zum Beispiel Rentner, Selbstständige und so weiter, kann man hier noch hinzufügen. Genau, also das ist der klassische Weg, was man auch machen kann. Hier oben sieht man, was das heißt Interview. Das heißt, man trägt jetzt hier nicht die einzelnen Formularfelder. Hier muss ich nicht selber suchen, sondern die Software leitet einen durch das ganze Thema. Das heißt, man kann hier oder durch die ganze Steuererklärung,
sieht, hier geht man dann so durch, sagt hier, okay, muss jetzt hier die Daten erfassen, sage ich, okay, weiter zum nächsten Schritt, dann sagt er, hier haben Sie eine Lohnsteuerbescheinigung erhalten, sage ich ja, und was man hier auch sieht, da gibt es immer so ganz nette Erklärvideos. Das ist ein großer Vorteil, finde ich, auch von dieser Steuer. Also es gibt sehr viele Erklärvideos in der Software. Das heißt, man Ziel ist es nicht nur, die Steuersoftware abzugeben oder die Steuererklärung abzugeben, sondern auch das zu verstehen, was man da wirklich macht. Und das ist sehr gut in dieser Steuer gelöst. Ich breche das jetzt hier mal ab. Also das sieht man hier auch im normalen Bereich. Also wenn man jetzt hier mal geht, Ausgaben, Werbungskosten. Dann sieht man hier auch verschiedene Sachen. Hier angegeben, hier kann man dann auch reinklicken. Da werden dann verschiedene Sachen nochmal erklärt. Springt man dann zu jeweiligen zu verschiedenen Webseiten, also zur Visa Steuerhilfe. Blende ich jetzt hier mal ganz kurz ein, geht dann ein neues Fenster auf entsprechend. Genau. Also so viel dazu. Wie gesagt, es gibt dann auch immer wieder ganz nette Videos, die man sich dann auch anschauen kann und so weiter. Auch hier kann man dann verschiedene Themen hier einspielen und so weiter. Das ist alles ganz nett gemacht und so gemacht, dass auch wenn man jetzt Fehler macht, dass man auch automatisch hier einen Hinweis kriegt und dass man das entsprechend verbessern kann. Also so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen einen Einblick geben, wie die Steuersoftware aussieht. Also ich denke, einfach bedienbar, sehr umfangreich im Funktionsumfang. Und wie gesagt, Links zur Software findet ihr im Kommentarbereich des Videos. Ja, dann kommen wir zur zweiten Software, zur zweiten Steuersoftware, die ich vorstellen will, nämlich TaxFix. TaxFix erstmal zum Unternehmen. Also TaxFix ist ein relativ junges Unternehmen, jetzt im Vergleich zu Bulldata, zu dem Hersteller von Visa Steuer. Es wurde nämlich erst 2016 gegründet als Startup in Berlin. Und die Vision des Unternehmens ist es, eine stressfreie Abgabe der Steuererklärung ohne Steuerwissen zu erreichen. Und das merkt man auch an dem ganzen Aufbau, wie die Steuersoftware aufgebaut ist. Also das ist ein geführter Prozess auf Basis von Fragen und ist auch so ein bisschen, wer es kennt, so ein bisschen Gamification mit dabei. Das heißt, man bekommt auch immer mal angezeigt, wie weit man schon ist und bekommt dann auch eine kurze Information, ja, du hast schon so und so viele Fragen beantwortet. Jetzt sind es nur noch 20, die du antworten musst, du bist bald fertig, also derartige Sachen. Also ist schon von der Bedienung her eine schicke Sache und macht auch ein Stück weit Spaß, damit die Steuererklärung auszufüllen. Also ich würde sagen, so das Ziel stressfrei, das ist da sehr gut ja, erledigt und sehr gut erreicht, dieses Ziel, soweit es eben geht bei einer Steuererklärung. Auch bei TaxFix werden die Daten geprüft, also Falscheingaben werden erkannt und entsprechend angezeigt. Am Schluss gibt es ähnlich wie bei Visa Steuer eine Schätzung der Steuererstattung. Genau. Als Vorteile, also ähnlich wie bei Visa, jetzt, man braucht keine Steuerkenntnisse, sind notwendig. Ich würde sagen, bei TaxFix ist es noch ein bisschen einfacher durch den Prozess, durch wie die Fragen gestaltet sind. Macht auch ein bisschen mehr Spaß, denke ich, ist einfacher für Steuerlaien. Allerdings, was bei TaxFix dann ein Stück weit dann fehlt, ist wiederum, dass wenn man sich für die Themen interessiert, dann gibt es zwar durch das Fragezeichen eine kurze Erklärung, was es damit auf sich hat mit dem Formularfeld. Es fehlen aber zum Beispiel so Erklärvideos, beispielsweise, wie sie bei Visa Steuer vorhanden sind, wenn man das Thema auch verstehen möchte. Also der Fokus liegt wirklich da bei TaxFix, die Steuererklärung so stressfrei wie möglich zu machen, ohne jetzt sich ein Steuerwissen zum Beispiel auch über die Zeit aufzubauen. Das ist hier nicht das Ziel und es bietet die App auch nicht an. Ist eine einfache Handhabung, wie schon gesagt. Ich würde sagen, ein Stück weit einfacher auch als Visa oder die Visa Steuer App. Der Fokus liegt auch sogar mehr auf der App. Also es gibt eine App für, ähnlich wie bei Visa Steuer, fürs iPhone, fürs Android Smartphone, also ein Samsung Smartphone zum Beispiel.
Und da liegt auch der Schwerpunkt drauf. Es gibt auch ein Webinterface, also man kann es auch im Browser aufrufen, das mache ich dann auch gleich, weil man es besser zeigen kann. Aber der Fokus liegt eigentlich darauf, dass man das Ganze per App macht. Man kann auch, um die Dateneingabe zu erleichtern, kann man auch zum Beispiel, wenn man seine Lohnsteuerbescheinigung kriegt, kann man die auch abfotografieren und dann werden die Daten schon voreingetragen. Ja, was auch ein Vorteil ist bei Taxfix, also man muss die App nicht erst bezahlen, wenn man seine Steuererklärung ans Finanzamt übermittelt. Das heißt, ihr könnt die Software einfach mal unverbindlich ausprobieren. Hier ist der Link unten, auch im Kommentarbereich des Videos, also www.empfehlungsplatz.online/taxfix, kommt ihr auf diese kostenlose Testversion. Könnt ihr eure Daten eingeben, müsst dann ein Konto anlegen, ein Benutzerkonto bei DAXFIX, aber noch nichts zahlen. Das erst, wenn ihr das quasi dann einreicht. Das ist ein Vorteil natürlich auch für diejenigen, die die Steuererklärung freiwillig abgeben können, weil sie dadurch vom erstmal sich anschauen können, was für Steuererstattung wäre, die errechnete. Und wenn es keine gibt, dann auch entsprechend nichts einreichen, die Software nicht bezahlen müssen. Taxfix hat auch ein besonderes Goodie noch eingeführt. Und zwar sagt die Software, man kriegt 50% Soforterstattung von Taxfix für den errechneten Rückerstattungsbetrag. Das heißt, wenn ihr jetzt in die App jetzt errechnet, ihr würdet 1000 Euro erhalten vom Finanzamt als Steuererstattung, dann zahlen die euch sofort 50% aus, das heißt 500 Euro in dem Beispiel. Genau, das ist dann natürlich ein Vorteil, weil wenn man jetzt schnell zum Beispiel Geld benötigt, weil im Normalfall es schon mehrere Wochen dauern kann, bis das Finanzamt sich meldet mit der Steuererstattung, je nach Komplexität auch der Steuererklärung. Wie sind jetzt die Kosten? Die Kosten sind etwas höher als bei Visa Steuer. Also man zahlt als Einzelperson zahlt man 39,95, wenn man die Steuererklärung einreichen will. Und bei Ehepaaren zahlt man ja, knappe 60 Euro. Werden dann als absetzbare Kosten dann in die Steuererklärung natürlich übernommen, genauso wie bei Visa Steuer. Das heißt, das sind ja Kosten, die euch entstanden sind, um die Steuererklärung anzufertigen und die sind steuerlich absetzbar. Kleiner Hinweis noch, weil ich als Vorteil angeführt habe, dass Taxfix, dass die Kosten erst anfallen beim Einreichen ans Finanzamt. Das ist auch bei Visa Steuer Web so. Also auch Visa Steuer Web, auch hier der Link unterhalb des Videos, auch das könnt ihr kostenlos testen. Und ihr zahlt quasi erst, wenn ihr die Steuererklärung einreicht. Bei den anderen Softwareversionen, die ihr runterladen, installieren müsst, müsst ihr bei Visa Steuer hingegen sofort zahlen. Ja, dann mal ganz kurz zum Ablauf. Also wie funktioniert Taxfix? Also ihr startet einfach im Webbrowser, hier der Link dazu oder einfach im Kommentarbereich des Videos dann anklicken. www.empfehlungsplatz.online/taxfix. Kommt ihr zur kostenlosen Testversion. Gibt dann ein paar grundlegende Daten ein, zum Beispiel Steuerjahr und so weiter. Und dann könnt ihr euch kostenlos und unverbindlich registrieren. Das heißt, da kommen keine Kosten auf euch zu, da passiert nichts. Müsst ihr einfach eure E-Mail-Adresse und so weiter anlegen. Und dann könnt ihr das entweder im Webbrowser weitermachen, wie ich das jetzt machen werde, oder ihr ladet euch die App runter im jeweiligen App Store, also im Apple App Store oder im Google Play Store auf euer Smartphone, auf euer iPad. Und dann könnt ihr da mit eurer Registrierung weitermachen, mit eurer E-Mail-Adresse und eurem vergebenen Passwort. Dann werdet ihr durch ein paar Fragen durchgeleitet. Das sind ungefähr 70 Fragen. Es können ein bisschen mehr sein, je nachdem, was bei euch für Themen vorliegen. Und dann, wenn ihr fertig seid, dann wird die voraussichtliche Steuererstattung wird berechnet, die wird auch immer kontinuierlich angezeigt, so macht es auch Visa Steuer. Das sieht man hier, ich habe mal zwei Screenshots, wie das aussieht, das ist eine schicke Oberfläche. Und dann kann man am Schluss die Steuererklärung per Knopfdruck ans Finanzamt schicken. Da muss man dann allerdings dann kurz vorher seine Bankverbindung angeben, wie man die Software zahlen möchte. Ja, dann ganz kurz zum Ablauf, also wie funktioniert Taxfix? Also ihr startet einfach im Webbrowser,
hier der Link dazu oder einfach im Kommentarbereich des Videos dann anklicken. www.empfehlungsplatz.online/taxfix. Kommt ihr zur kostenlosen Testversion, gibt dann ein paar grundlegende Daten ein, zum Beispiel Steuerjahr und so weiter. Und dann könnt ihr euch kostenlos und unverbindlich registrieren. Das heißt, da kommen keine Kosten auf euch zu, da passiert nichts. Müsst einfach eure E-Mail-Adresse und so weiter anlegen. Dann könnt ihr das entweder im Webbrowser weitermachen, wie ich das jetzt machen werde, oder ihr ladet euch die App runter im jeweiligen App Store, also im Apple App Store oder im Google Play Store, auf euer Smartphone, auf euer iPad. Und dann könnt ihr da mit eurer Registrierung weitermachen, mit eurer E-Mail-Adresse und eurem vergebenen Passwort. Dann werdet ihr durch ein paar Fragen durchgeleitet, also ungefähr 70 Fragen, es können ein bisschen mehr sein, je nachdem, was bei euch für Themen vorliegen. Und dann, wenn ihr fertig seid, dann wird die voraussichtliche Steuererstattung wird berechnet, die wird auch immer kontinuierlich angezeigt, dann macht es auch wie so Steuer. Das sieht man hier, ich habe mal zwei Screenshots, wie das aussieht, das ist eine schicke Oberfläche. Und dann kann man am Schluss die Steuererklärung per Knopfdruck ans Finanzamt schicken. Da muss man dann allerdings dann kurz vorher seine Bankverbindung angeben, wie man die Software zahlen möchte. Dann schauen wir uns Taxfix noch mal kurz an. Wie gesagt, wenn ihr den Link anklickt unterhalb des Videos, kommt ihr hier zu dieser Seite. Da kann man jetzt kostenlos starten oder jetzt ausprobieren klicken. Wenn man da draufklickt, dann muss man letztendlich diese Testversion geladen. Wie gesagt, muss man hier verschiedene Sachen eingeben, also beispielsweise die Steuererklärung, für welches Jahr man das machen möchte. Hat man das schon mal gemacht? Wenn man das noch nie gemacht hat, kann man jetzt hier Nein oder entsprechend eingeben. Dann muss man seinen Familienstand eingeben. Dann muss man eingeben, ob man Arbeitslosengeld 1 bezogen hat, sagen wir mal Nein. Und dann muss man seine persönlichen Details noch angeben. Also hat man hier studiert oder war man Elternzeit oder hat man ganz normal ist keine der Optionen zugetroffen auf einen bestätigen und dann muss man ein Konto anlegen letzten Endes. Ja, dann schauen wir uns nochmal die App selbst an. Wie gesagt, ich rufe das jetzt hier vom Webbrowser aus auf. Wenn man es am Handy aufruft, sieht es noch ein bisschen einfacher aus. Hat man hier dieses große Menü nicht. Aber ich glaube, ihr kriegt einen Eindruck, wenn man das hier jetzt durchklickt. Also das sind so die Fragen, die Taxfix stellt. Aus verschiedenen Themenbereichen, als allgemeine Fragen zum Einkommen, Fragen zu irgendwas, wo man die zu den Wohnverhältnissen, auch ob man dann haushaltsnahe Dienstleistungen bezogen hat und so weiter, ob man zur Miete gewohnt hat, Eigentum. Also das hilft der Software jeweils dann auch die entsprechenden Fragen zu stellen, ja, sodass man auch nichts vergisst, dass man auch immer weiß, wo kann man denn steuerlich ja, Kosten Geld machen. Und es ist eben bei der Miete anders wie beim Eigentum. Genauso ist es bei der Arbeit, also da gibt es unterschiedliche Sachen, da kann man eingeben, was man für einen Beruf hat, also die Arbeitsverhältnisse. Man kann dann Sachen zur Familie eingeben, das ist natürlich auch wichtig, weil man Ausbildungskosten von Kindern absetzen kann, auch wenn man Personen unentgeltlich gepflegt hat, Beerdigungskosten, alles das sind Themen, die man absetzen kann, auch Ausgaben für die Gesundheit. Zusatzpflegeversicherung und so weiter, Reisekrankenversicherung, das sind alles Themen, die steuerlich Geld machen, die können werden. Wie gesagt, da wird man da durch die Software schön durchgeführt, auch zu den Finanzen. Und wenn man da jetzt verschiedene Kapitallebensversicherungsthemen hat oder auch Riester-Rente bezogen hat, Sparprämien und so weiter, auch Aktien und solche Themen sind da mit dabei. Ja. Also von daher, das ist eine schöne Software, angenehm zu bedienen, besonders für Personen, die steuerlich keine große Motivation haben, sich auch damit zu beschäftigen, mit diesen Steuerbegriffen, die sind mit der Software, denke ich, sehr gut aufgehoben. Ja, dann kommen wir noch zu ein paar Einschränkungen von Taxfix. Also im Vergleich zu Wieso Steuer ist die Steuersoftware Taxfix ja noch eine recht junge Software und kommt noch mit einigen Einschränkungen einher. Das sollte man wissen.
weil einige Einkunftsarten, einige Steuerfälle nicht berücksichtigt werden. Also was zum Beispiel nicht berücksichtigt wird, ist Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, Selbstständigkeit und Gewerbetreibende, auch Nebengewerbe. Das wird nicht unterstützt. Also für diejenige Zielgruppe ist die Software aktuell nicht nutzbar. Dann Empfänger von Renten, die nicht gesetzlich sind. Dann Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Wohnungen und Häusern entsprechend. Unterstützung von erwachsenen Angehörigen mit Unterhaltszahlungen. Dann auch Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Und für viele wahrscheinlich auch interessant, die Einkünfte aus Photovoltaikanlagen. Also das sind Themen, die aktuell bei Taxfix nicht unterstützt werden. Die Software wird natürlich auch ständig weiterentwickelt. Daher, das ist momentan der Stand von September 2022. Natürlich sein, dass das sich im Laufe der Zeit ändert. Genau, dann sind wir schon fast am Ende des Videos angelangt. Ich stelle nochmal alle vorgestellten Produktversionen vor. Eine Kerninformation dieses Videos ist, dass man bei Wieso Steuer, dass es da verschiedene Produktversionen gibt und Wieso Steuer nicht allgemein vergleichen kann mit Taxfix, sondern jeweils auf die jeweilige Produktversion schauen muss. Er sagt, alle Links zu den jeweiligen verschiedenen Versionen von Wieso Steuer und auch zu Taxfix findet ihr im Kommentarbereich des Videos. Vom Funktionsumfang her habe ich vorgestellt, dass Wieso Steuer Start und Taxfix eher die einfacheren Steuerfälle behandeln, also vor allem einen Fokus auf Angestellte, die quasi neben ihrem Einkommen aus ihrer nicht selbstständigen Arbeit keine weiteren Einkünfte beziehen. Und für die Fälle ist das sehr gut abgedeckt. Taxfix kann zusätzlich noch Einkünfte aus Kapitalvermögen, wie zum Beispiel Gewinne, Verluste am Aktienmarkt, nochmal mit abdecken steuerlich. Wieso Steuer Sparbuch, Wieso Steuer Mac und Wieso Steuer Web sind dagegen von der Funktionsumfang riesig. Also da ist so gut wie jeder steuerliche Fall abgedeckt, da findet man vermutlich alle Themen, die man benötigt. Von den Kosten her ist es so, dass Wieso Steuer Start die günstigste Software ist, die ich vorgestellt habe. Das fängt an bei 15,99 € für eine Steuererklärung, wenn man es im Abo abschließt. Wenn man es nur einmalig abschließen möchte, dann kostet es ein paar Euro mehr, nämlich fast 23 Euro. Anmerkung oder Empfehlung von mir, schließt es im Abo ab, da macht er keinen großen Fehler. Ihr könnt auch das Abo jederzeit per Knopfdruck kündigen. Also das geht problemlos, habe ich selbst schon ausprobiert. Von den Kosten her ist das Wieso Steuer Sparbuch im Abo bei 30 Euro, bei Einmalkauf 40 Euro. Auch da gilt das Gleiche. Die Empfehlung ist, das Abo abzuschließen. Bei Wieso Steuer Mac ist leider der finanzielle Vorteil nicht so groß. Da kostet die Einmalversion ähnlich viel wie das Abo-Modell. Aber man kriegt im Abo natürlich ein paar zusätzliche Vorteile wie das Steuermagazin und dergleichen. Und man kriegt auch sofort natürlich einen Hinweis, wenn die neue Steuerversion verfügbar ist und kann sie dann sofort runterladen. Bei Wieso Steuer Web ist es ähnlich. Das Abo kostet dann fürs Steuerjahr um die 30 Euro. Und wenn man es nur für ein Steuerjahr freischaltet, die Webversion, dann kostet es 10 Euro mehr. Bei Taxfix ist es so, dass da gibt es kein Abo. Da zahlt man quasi pro Steuererklärung, wenn man es einreicht. Also da wird unterschieden zwischen Single und einer gemeinsamen Veranlagung. Zum Beispiel, wenn man verheiratet ist, dann kostet die Steuererklärung bei Verheirateten um die 60 Euro. Bei Singlen um die 40 Euro. Also von daher ist vor allem, wenn man sich das anschaut, ist vor allem das Wieso Steuer Sparbuch und der Wieso Steuer Mac ist hier, oder vor allem das Wieso Steuer Sparbuch, muss man sagen, ist hier der Preis-Leistungssieger. Man zahlt, vor allem wenn man sich das Abo anschaut, zahlt man 10 Euro weniger wie bei Taxfix und hat einen größeren Funktionsumfang. Dann noch die Frage, gibt es eine App für Smartphone? Also das kann man beantworten für das Wieso Steuer Sparbuch und Wieso Steuer Mac und Wieso Steuer Web. Ja,
Man kann mit den gleichen Daten, seinen Nutzerdaten, dann auch die App nutzen, die diese Steuer bereitstellt, sowohl jetzt für Apple-Geräte als auch für Samsung-Geräte mit Android zum Beispiel. Voraussetzung ist, dass man die Datei für die Steuererklärung dann auch online im Bulk Data Center speichert und nicht lokal auf seinem Rechner, weil dann kann man über die App nicht darauf zugreifen. Bei Taxfix gibt es eine App und da ist sogar die App eigentlich der Fokus. Also die Software ist sehr stark darauf ausgerichtet, dass man die Steuererklärung auch per App macht. Man kann sie auch im Browser machen, aber ja, bei App ist, denke ich, die Bedienführung noch ein Stück weit einfacher. Komme ich zu den technischen Voraussetzungen, also bei Visa Steuerstart, bei Visa Steuersparbuch braucht man ein Microsoft Windows Betriebssystem, bei Visa Steuer Mac, wie der Name schon sagt, ein Apple mit dem Macintosh Betriebssystem. Visa Steuer Web, die läuft im Browser, da braucht man kein spezielles Betriebssystem, System, braucht man einfach einen fortschrittlichen Browser wie Chrome, Firefox oder andere. Und das gleiche gilt für Taxfix, die läuft auch im Browser oder eben auf der App. Das heißt, man kann es dann auch mit Linux-Betriebssystem zum Beispiel machen. Dann zur Frage, gibt es eine kostenlose Testversion? Ja, die gibt es bei Visa Steuer Web und bei Taxfix. Gleiches Prinzip, also man zahlt da, man kann da die Steuererklärung komplett kostenfrei machen und zahlt quasi dann erst, wenn man die Steuererklärung dann einreichen möchte, heißt dann Finanzamt schicken möchte. Das gibt es bei Visa Steuerstart, Sparbuch und Mac entsprechend nicht. Ein paar Besonderheiten noch, die für die Visa Steuersoftware gelten. Also es gibt umfangreiche Erklärvideos, finde ich persönlich ganz klasse, dass man, bevor man jetzt ein Formular ausfüllt, dass man sich dann nochmal so ein Video anschauen kann, das ein paar wenige Minuten geht, wo einfach die wichtigsten Aspekte nochmal erklärt sind, dass man auch versteht, was man da macht. Zusätzlich gibt es noch einen Rechnungsbelegscanner, also den gibt es dann sowohl in der Software selber als auch auf dem Smartphone gibt es dann eine entsprechende App, wo man dann seine Belege, die man hat, abfotografieren kann. Das wird dann auch textuell ausgewertet, das heißt, die Software über Object Character Recognition, also eine Texterkennungs Software versucht dann auch die Daten rauszulesen aus dem Foto oder aus dem PDF-Dokument und sie dann automatisch dann ins Formularfeld einzutragen, sodass man die dann in der nächsten Steuererklärung automatisch übernehmen kann. Also das ist eine ganz super Sache, um Belege sofort zu erfassen und später das Eintippeln dann erleichtert. Ja, das ist es für Visa Steuer. Ob jetzt der Rechnungsscanner bei Visa Steuerstart auch verfügbar ist, kann ich leider nicht sagen. Das müsste man schauen. Wo ich sicher sagen kann, ist bei Visa Steuersparbuch und bei Visa Steuer Mac als auch bei Visa Steuer Web. Bei Taxfix gibt es die Besonderheit, dass es eine 50% Soforterstattung angeboten wird. Muss man nicht machen, kann man aber. Das heißt, wenn man seine Steuererklärung an Finanzamt schickt, dann bietet Taxfix an, dass man die Hälfte dieser errechneten Steuererstattung in wenigen Tagen schon ausgezahlt bekommen, dann von Taxfix und es würde dann entsprechend aufgerechnet werden, wenn die restliche Zahlung vom Finanzamt kommt, dann würde man die 50%, die man sofort gekriegt hat, würde dann abgezogen werden und dann kriegt man auch den Rest vom Finanzamt ausgezahlt. Also da auch eine nette Möglichkeit, Steuererstattung schneller zu erhalten. Ja, dann komme ich am Schluss noch zu meinem Fazit. Also, wenn man einfache Steuerfälle hat, das heißt insbesondere ein Angestelltengehalt hat und keine weiteren Einkünfte hat, ein Nebengewerbe hat oder keine Kapitaleinkünfte hat, keine Wohnungen vermietet, dann ist sicherlich Visa Steuerstart und Taxfix sind da die besten Lösungen. Wenn man vor allem Wert darauf legt auf eine super Bedienung, die auch ein Stück weit Spaß macht, die auch sehr schnell geht, dann ist man mit Taxfix am besten aufgehoben. Das ist auch die Lösung aus meiner Sicht, wo man die wenigsten Grundkenntnisse, was Steuer angeht, benötigt, weil die kommt nahezu ohne steuerliche Begriffe aus. Wenn man auf der anderen Seite
auf einen hohen Funktionsumfang Wert legt, dann kommt man sicherlich am Visa Steuer Sparbuch, an Visa Steuer Mac und an Visa Steuer Web nicht vorbei, je nachdem, wie man, ob man die Software auf seinem PC installieren möchte oder im Webbrowser nutzen möchte. Aber der Funktionsumfang ist hier gigantisch. Da ist so gut wie alles mit dabei. Da sind Photovoltaikanlagen dabei, da sind Vermietung, Verpachtung mit dabei, Einkünfte aus dem Kapitalmarkt, auch aus ausländischem Kapitalmarkt. Also das ist eine super Software. Und es gibt noch andere Sachen wie beispielsweise eine Umsatzsteuererklärung, Umsatzsteuervoranmeldung und derartige Sachen. Die günstigste Steuersoftware ist auf der anderen Seite dann VISO Steuerstart. Das ist beim Abo 16 Euro und dadurch ja, mit Abstand die günstigste Software, die ich in meinem Vergleich angeschaut habe. Und dann der besondere Hinweis noch, VISO Steuer oder bei allen VISO Steuer Produktversionen lohnt sich das Steuersparabo. Bei fast allen Softwareversionen von VISO Steuer hat man dadurch eine Ersparnis von um die 10 Euro. Und bei denen, bei denen es nicht so ist, nämlich bei VISO Steuer Mac, da hat man trotzdem andere Vorteile, indem man zum Beispiel ein Steuersparmagazin kriegt, indem man den monatlichen Steuer-Newsletter kriegt und andere Sachen. Also auch da, würde ich sagen, lohnt sich das und es macht auch keinen Sinn, ständig die Steuersoftware zu wechseln. Kann auch bei VISO Steuer die Daten aus dem vorherigen Jahr übernehmen. Das heißt, da spart man sich auch schon mal Arbeit. Und von daher, das ist eine ganz gute Sache. Die Links zu allen Software-Versionen, die ich vorgestellt habe, findet ihr im Kommentarbereich des Videos. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch damit ganz gute Einblicke geben, euch die Entscheidung für eure Steuersoftware damit erleichtern. Und ich wünsche euch alles Gute bei der Steuererklärung, viel Erfolg. Euer Empfehlungsplatz.